Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen das wunderschöne Projekt Alpenmap mit Neu-Mini-Brunn und ihr seht es hier mit den Food Pellets, also mit dem Schweinefutter, dass es heute auf jeden Fall ein bisschen hier um den Schweinestall geht, denn ich möchte damit anfangen, hier heute Schweinchen zu kaufen und Leben hier in diesen Stall zu bringen. Aber zuvor gucken wir mal ganz kurz, was ich in der Zwischenzeit ein bisschen gemacht habe. Ja, ich habe auch ein paar Pfützen hier hingemacht. Hier habe ich ein bisschen eingezäunt und ein paar Setzlinge. Dann haben wir da hinten noch ein bisschen Gras angesät oder gepflanzt. Hier haben wir auch ein bisschen was gemacht. Eine schöne Hecke. Dann hier haben wir gepflastert. Waren die Jungs da. So, und hier haben wir dann unsere Einfahrt. Und da rennen auch schon wieder die Rehchen vorbei. Und hier haben wir dann unsere Einfahrt für, ja, unser schönes neues oder neu anzupflanzendes Grasfeld. Das werden wir heute auch in dieser Folge machen. Und ich möchte heute auch noch einen Auftrag entgegennehmen. Und zwar Feld Nummer 17 gibt es wieder mal Gras bzw. Heu zu machen, Heu zu ballen, zu pressen. Und das auch wieder mit einem, ja, neuen interessanten Gerät. Und deswegen mache ich immer ganz gern diese Aufträge, damit wir auch diese Geräte mal antesten. So, werfen wir mal einen ganz kurzen Blick von oben hier auf den Umbau bzw. die Hoferweiterung. Wie gesagt, das ist noch nicht ganz fertig hier an der Stelle. So, da bin ich noch im Überlegen, was wir da hier hinpflanzen bzw. hinbauen können. Ich lasse mal die Fläche einfach frei, können wir Geräte abstellen und irgendwann können wir hier mit Sicherheit entweder noch eine Halle hinbauen oder, was ich mir überlegt habe, vielleicht auch so ein Ballenlager oder sowas ähnliches. Wenn ihr da Ideen habt, ja, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Hier, wie gesagt, haben wir unseren schönen neuen Schweinestall. Hier haben wir dann noch eine kleine Abstellfläche. Da können wir zum Beispiel, ja, vielleicht eben dann den Tieranhänger abstellen. Hier hinten habe ich auch schon noch mal ein bisschen gepflastert als zusätzliche Abstellfläche. Und da kommt jetzt gleich unser Drescher rein. Also ich finde, das ist ganz schick geworden. Natürlich, ich weiß, könnte man alles noch schöner und noch besser machen. Aber es ist ja jetzt erstmal ein Anfang. Und wir haben ja viel, viel Zeit in den nächsten Folgen hier vielleicht noch ein bisschen zu dekorieren, vielleicht noch ein bisschen umzubauen, noch ein paar Pflanzen oder ähnliches Bäumchen anzupflanzen. Also, da haben wir ja noch jede Menge Zeit. Und wie gesagt, hier wird jetzt erstmal nur Gras hingemacht und dann schauen wir mal, vielleicht zukünftig, dass wir hier Schaf oder ähnliches. Also, da haben wir auf jeden Fall noch Möglichkeiten zu erweitern. So, jetzt wollte ich aber erstmal hier zum Drescher, weil der soll auf jeden Fall erstmal untergestellt werden in die schöne neue Hörmannhalle. Unser Topliner. Dann steht er nämlich hier auch nicht mehr hier draußen in der Witterung. So, kommen wir hier rum? Ja, oder? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ups. Aha, doch hängen geblieben. So. Wunderbar, wunderbar. Und dann gehen wir gleich die Schweinchen einkaufen. So, da werden wir später dann auf jeden Fall. Ups. Hallo? Hallo? Ups. Okay, dann halt so. So, dann werden wir auf jeden Fall später noch das Schneidwerk hier mit dem Traktor reinfahren. Wir werden es jetzt erstmal am Anfang ein bisschen einfacher gestalten, weil ich werde jetzt hier keine, weil 50 Tiere, damit will ich anfangen und ich werde jetzt hier keine 50 Tiere tatsächlich hier, mit dem Tierwagen oder mit, wie viel dürfen wir denn auf einmal kaufen? 40? Nee, 50 geht, gell? So, das sind 28.000, das gönnen wir uns. So, dann haben wir nämlich hier schon mal die ersten 50 Tierchen. Na, wo sind sie denn? Ach ja, das sind sie doch. Sehr gut. Nee, weil wenn wir nämlich mit dem normalen Tierwagen, mit dem Transporter, Tiertransporter die Tiere holen, ja, dann müssten wir schon wieder 6-7 Mal fahren. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Hier haben wir dann die Erstausstattung. Jetzt kriegen die Tierchen hier auch, habe ich vorbereitet, schon mal ein bisschen Futter. Wir müssen dann aus dem Silo noch ein bisschen was reinkippen. So, mal schauen. Das müsste jetzt dann automatisch hier rauslaufen. Oder wie, oder was? Ah, ja. Sehr gut.
Und dann packen wir noch ein bisschen Stroh rein. So, ihn brauchen wir dann gleich, weil damit werden wir dann jetzt gleich das Grasfeld ansehen mit dem Waldrei hier. So. So, jetzt blieb mir dann doch ein bisschen die Stimme weg. Und da hätten wir doch beinahe unseren Traktor, unseren Waldrei hier vergraben in der Halle. So, Gras haben wir noch eingestellt und es ist auch noch genügend, glaube ich, Saatgut hier in der Drille. So. Sehr schön, sehr schön. So, das müsste eigentlich passen. Aber die erste Bahn machen wir selber hier von Hand. Weil ich glaube, da hat er immer ein bisschen Probleme da vorne mit dem Strommasten. So, in der Zwischenzeit habe ich auch die Felder 6 und 7 gekauft. Deswegen ist auch unser Konto jetzt ein bisschen nach unten gegangen. Aber die wichtigsten Dinge haben wir jetzt. Wir haben unsere Schweine gekauft, wir haben unsere Felder gekauft, so wie es geplant war. Und jetzt haben wir immer noch 433.000 auf dem Konto. Also damit lässt sich auf jeden Fall jetzt erstmal arbeiten. Und sobald hier zum Beispiel bei unserem Gebrauchtwarenhändler was Interessantes ist, ein Traktor wäre nicht verkehrt und auch ein Teleskoplader, davon bin ich ja immer ein Freund, ein Teleskoplader sollte man immer auf dem Hof haben. So. So, dann machen wir hier noch Vorgewände. Weil das bietet sich auf jeden Fall an. Mit einer Schaufel können wir dann auf jeden Fall sehr schön auch die Schweinchen dann füttern mit dem Teleskoplader. So, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das passt nicht. Da müssen wir noch ein bisschen näher ranfahren. So. Na, noch ein bisschen näher. Ich glaube, jetzt passt's. Okay. Aber wir werden es ja sehen, sobald das Gras wächst, ob da irgendwo noch eine Lücke ist. Oh, und die Rehe rennen uns wieder über die Saatmaschine, über die Drille. So. Das Feld hat auch den richtigen pH-Wert und es ist auch gedüngt. Also das müsste eigentlich jetzt ganz gut sich angehen. Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Also auf jeden Fall Lob an den Modder, weil er hat hier jede Menge Texturen und Gras. Hier, ihr seht es hier auf der linken Seite, Unkraut, Klee, ja, alles mögliche an Pflanzen und so weiter. Zum Dekorieren hier, zum Malen in seinem Portfolio sozusagen mit drin. Sehr schön, also da kann man ein bisschen was machen. Aber an jemanden wie Paddy komme ich natürlich nicht dran. Das ist sozusagen the Godfather of Hofbau. So, ich glaube, da können wir jetzt den Helfer losschicken erstmal. Wunderbar, weil hier werden wir jetzt erstmal das Stroh in den Schweinestall bringen. So, rückwärts ran und rein damit. So, da müssen wir mal schauen, wie es denn jetzt aussieht für unsere Schweinchen. So, Kühe haben wir ja auch jede Menge.
Da müssen wir dann auch mal schauen. Hier 1500 ist, glaube ich, das Maximum, was die Tiere bringen. Da müssen wir dann auch mal schauen. Okay, da war schon, die haben geworfen. Also da müssen wir dann mal gucken, ob wir die dann nicht verkaufen. So, da unten haben wir die Hühner. Die müssen, glaube ich, auch mal demnächst gefüttert werden. Bei denen, oh ja. Auch unsere Kühe müssen wir füttern und da haben wir unsere Schweine. Oh ja, das ist nicht gerade viel, da müssen wir noch ein bisschen was reinwerfen. Auf jeden Fall zum Ende der Folge. Was wollte ich noch schauen? Aus Stroh ist auch noch jede Menge Luft. Okay, gut, dann bringen wir jetzt erstmal hier den Ladewagen weg und dann nehmen wir mal den Auftrag an. So, da kommt die Drille wieder. So, dann packen wir den hier unter das Schleppdach. Da müssten eigentlich auch zwei Fahrzeuge nebeneinander passen, ne? Wenn man das ein bisschen eng stellt. Okay. So. Dann schauen wir mal in der Zwischenzeit nach den Aufträgen oder nach dem Auftrag, den ich hier annehmen möchte. Und da ist anscheinend irgendwie ein Schwader, der Frontladerschwader oder Heck, ich weiß es jetzt gar nicht. Aber da müssen wir mal schauen, wie wir den benutzen. Ich würde jetzt gerne hier diesen Vertrag akzeptieren und die Geräte dazu ausleihen. Und dann würde ich aber dann eben auch parallel dazu mit unserem Lamborghini der unterstützen wollen. Aber jetzt schauen wir mal, wie weit hier der Valtra ist. Gucken wir mal kurz in die Karte. Hier. Ja, okay. Okay, da, okay. Das müssen wir von Hand machen, die Ecke hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und ansonsten, wie gesagt, würde mich mal interessieren, was ihr meint, was wir hier dann auf diesem Feld dann später irgendwann mal machen sollen, vielleicht als weitere Tierhaltung. So, jetzt schauen wir mal. Oh, das sieht okay. Da unten ist noch ein kleines Stückchen, aber ich glaube, das werden wir verschmerzen können. So. Dann würde ich den nämlich jetzt auch erstmal hier unterstellen. Ah, nee, das wollen wir nicht. Das ist jetzt natürlich, so. Nein, auch nicht. Zusammen und jetzt einfach abwerfen. Genau. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir unsere Gerätschaften. Oh, eine schöne Krone. Und das ist hier dieser Schwader, ein Bandschwader. Okay, das wird interessant. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Und mit ihm hier legen wir mal los. So. Ach, jetzt sind die wieder ein bisschen falsch rum hier aufgebaut, wenn ich das sehe, richtig sehe. Ja, da müssen wir dann ein bisschen doch jetzt hier grob zur Sache gehen, weil das Zeug hier steht halt einfach falsch. So. Man möge es mir verzeihen. Feld Nummer 17 ist natürlich wieder am anderen Ende der Karte, aber zum Glück ist ja die Karte nicht ganz so groß wie unser Big Farm Projekt Neubartelshagen. Da müssen wir natürlich ganz andere Strecken fahren. So. So, so, da sind sie wieder im Schwebezustand gewesen gerade. Rechts im Augenwinkel habe ich die Rehe wieder gesehen, die über das Feld geschwebt sind. Ja, da haben wir doch relativ sehr viel Geld übrig, wenn ich das richtig sehe. Ups.
Oh, es sind keine Rehe, es sind Bergziegen. So, dieses Feld Nummer 17 hatten wir auch schon mal. Das wird eine längere und größere Geschichte. Deswegen würde ich auch jetzt hier vorschlagen, dass wir einen kurzen Zeitraffer machen, während wir hier mähen. So, das erstmal ausklappen. Hinten ausklappen. Und dann legen wir los. Ach, jetzt sehe ich aber gerade. Ja, weil wir müssen ja Heu machen. Wir müssen auf jeden Fall alles wenden. Also bringt es gar nichts, wenn wir das jetzt hier zur Schwart machen. Okay, Freunde, wir legen los. Und wir sehen uns gleich nach dem Zeitraffer wieder. Wir wieder. Das war jetzt erstmal der Mähvorgang hier mit dem Case. So, das Ganze ist dann doch ein bisschen umfangreicher, als ich dachte, denn ich hatte ein kleines bisschen die Hoffnung, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird. So, lass uns mal kurz schauen. Und zwar, ich bin nämlich der Meinung, ich hatte gehofft, dass der Schwader hier eine Zapfwelle durch hat, sodass man die eventuell hier zwischen der Presse und dem Traktor installieren könnte, wenn man genügend PS hat. Aber ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal hier mit dem Wender durch, dann eben
eben den Schwad legen, dann nochmal hier mit der Presse durch und dann eben die Ballen noch einsammeln. Und das heißt, das wird deutlich aufwendiger, als dass ich mir das ursprünglich gedacht hatte. Okay, so, ich habe ja hier, um die Sache ein bisschen zu beschleunigen, den Wender hier vom eigenen Hof geholt. Jo, und da können wir auf jeden Fall mal den hier losschicken und dann zumindest mal die Schwad machen. So, und da das ja, wie gesagt, ein Auftrag ist, müssen wir halt, denke ich, irgendwie so 95-96%, also wir müssen jetzt nicht wirklich jedes Helmchen hier mähen. Aber Feld Nummer 17 ist ziemlich ergiebig. Das hätte ich auch wissen müssen, weil wir das ja schon mal hatten. Und ich glaube, das war dann auch ein Auftrag, der ging über zwei oder sogar drei Folgen. Also nichtsdestoweniger will ich hier jetzt noch ein bisschen Heu machen. Und dann würde ich gerne hier diesen Schwader gerne mal ausprobieren. Diesen Bandschwader, weil das interessiert mich einfach. Das war auch der Grund, der wesentliche, warum ich hier jetzt diesen Auftrag entgegengenommen habe. So, da fahren wir jetzt einfach mal hier lang. Und machen da mal ein Stückchen und dann können wir da mal ein bisschen Schwad ausprobieren hier zum Ende der Folge, weil, wie gesagt, für alle, die dran geblieben sind, natürlich immer hier ein kleines Highlight in der Folge und das ist eben dieser Bandschwader. Also für mich zumindest. Weil ich ja meistens eben, habt ihr ja auch am Mähwerk gesehen, eben direkt die Schwad ablege. So, das hätte man natürlich auch machen können, aber wenn er dann hier am Wenden ist, dann schmeißt er ja wieder alles durch die Gegend und dann müssen wir sowieso wieder schwaden. Ja, ich glaube, das letzte Mal waren Silageballen im letzten Auftrag. Da mussten wir eben nicht hier, da konnten wir gleich die Schwad legen und dann war das nämlich okay. So. Aber prinzipiell wäre Feld Nummer 17 natürlich auch eins, das wir im Hinterkopf behalten sollten zum Kaufen, weil das ist natürlich schon ein ordentlich schönes, großes Grasfeld. So, dann springen wir hier mal in den Kollegen hier. Ich bin jetzt gerade überlegen, können wir die Presse hier stehen lassen? Ja, brauchen wir jetzt auch kein Gewicht, hoffe ich. So. Also ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher. Okay. So. Was bietet uns denn dieses schöne Teil an Optionen an? Zuklappen. Heben, anschalten, ja, okay, nee, Arbeitsmodus wechseln, ah ja, okay, außen, links, rechts, außen, ja. Wo schmeißt er das denn jetzt hin, wenn er hier außen sagt? Okay, ach, der macht das dann auf beiden Seiten außen, okay. Jetzt macht er beides nach links. Okay, und dann machen wir beides nach rechts. Okay, dann machen wir das so. Nochmal anwerfen. Stopp, jetzt. Ich bin leicht irritiert. Das ist doch die falsche Richtung. Wir müssten es doch andersrum machen. Okay. Ich denke, es geht doch andersrum und da könnte man nämlich doch gleich den Ballen machen. Das wäre natürlich supi. Das wäre natürlich supi, weil dann sparen wir uns dann doch einen Arbeitsgang und ich hoffe, wir haben genügend PS dafür. So, die klappen wir hier gleich mal auf. Ja, stopp mal. Das bringt ja uns ja wieder nichts, weil das Gerät ja die Schwarte nicht in die Mitte ablegt, sondern entweder links oder rechts.
Ach du Schande, Schande, Schande. Auch hier wieder ein kleiner Denkfehler. Ja, und deswegen machen wir solche Dinge immer, damit wir sowas nämlich auch testen und dann auch wirklich hier schlau werden. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe und wir schmeißen hier das Teil hier an und der macht das jetzt so. Jetzt würde er das nach links werfen. Ja, ja, klar, da vorne rollt er das Zeug auf. Natürlich, natürlich, klar. Aber dann ist das eben auf der Seite und da können wir natürlich jetzt nicht mit der Ballenpresse drüber. Das funktioniert so nicht. Okay, dann ist natürlich die Frage, wo macht dann in Anführungszeichen dieses Teil Sinn? Ich überlege jetzt die ganze Zeit, wo bringt uns das was, dass das Teil das hier nach links oder rechts wirft, aber eben nicht in die Mitte. Okay, also nichtsdestoweniger haben wir wieder ein bisschen was dazugelernt, aber ich bin eben der Meinung, da haben wir keine Ersparnis. Da gibt es natürlich andere Gerätschaften. Da gibt es, glaube ich, eben einen von Krone, einen Schwader, einen Kreiselschwader, mit dem man dann tatsächlich dann in die Mitte schwadet und dann eben auch anschließend die Ballenpresse direkt hinten dran hängen kann und dann kann man in einem Arbeitsgang schwadern und die Presse gleichzeitig hinterherziehen. Das ist natürlich um einiges geschickter. So. Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil sonst wird die Schwad zu breit. So, irgendjemand wird da blockiert. Ach so, da vorne, ich sehe es. So. Jetzt lassen wir einfach mal den Helfer arbeiten. Mal schauen, wie er das jetzt hinkriegt am besten. Okay. So, er hier hat Probleme. Klar. Da steht jemand im Wege. Aber wir könnten dann sowieso erstmal ein kleines Vorgewende hier fahren. So, er wendet. Da bin ich ja mal gespannt, ob er dann auch irgendwie automatisch wechselt oder so. Oder wie er da die Schwad legt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. So, der Waldrad hat anscheinend genug PS, um da hochzukommen, so wie es aussieht. Weil da immer diese Ecke hier, die ist immer ganz, ganz kritisch, wenn man nicht genug PS hat. Ja. So, sehr gut. Also ich kann mich jetzt nicht hier an dieser Map satt sehen. Ich finde die unheimlich stark. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich wiederhole mich gerne. Immer ein wunderschöner Kontrast eben zu unserem anderen Projekt mit Neubartelshagen, mit unserer XXL-Farm, mit unserem Big Farm-Projekt. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir da unten nicht alles durcheinander werfen. So. Okay, wo fährt jetzt er lang? Okay. Ja, ja, aber er legt eine ordentliche Schwad, so wie es aussieht. Wir werden jetzt noch schnell den Case holen und dann mal anfangen, Ballen zu pressen, um zu sehen, ob das funktioniert. So.
So, hier rum. Und dann lassen wir hier den Helfer wieder rennen. So, sehr gut. Dann nehmen wir den hier mal hier aus dem Spiel, damit er nicht wieder, damit es nicht gleich wieder heißt, wird jemand durch ein Objekt behindert. Okay. So, jetzt aber. Genau. So, Dele, dann schmeißen wir hier mal die Presse an. Aha, er hat schon gewendet hier. Sehr gut. So, kriegen wir mit dem Krone hier alles, den ganzen Schwad eingesammelt? Ich hoffe doch. Oder ist die zu breit? Da kommt auch schon der erste Ball hinten raus. Supi Teil habe ich mal in echt gesehen, witzigerweise auf der Autobahn. Fand ich ganz spaßig hier auf der A71. Und da hat man mich dann auch aufgeklärt, wenn eben der Trecker 60 km/h fahren kann. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das ein Glas war oder ein Fendt. Auf jeden Fall hat er so ein Teil hinter sich hergezogen und sprettert tatsächlich über die Autobahn. Also das fand ich schon eine coole Nummer. Yo! Und wenn man so einen Teil dann mal wirklich in echt sieht, also es ist schon ein Mordstrümmer hier, so eine Ballenpresse hier, so ein Quaderballenpresse. So, ja, nee, da kommen wir jetzt nicht rum. Nee, da werden wir gleich anstoßen. Und zwar nicht mit einem Glas Sekt. So. Ja, da bleibt dann doch einiges liegen, so wie es aussieht. Ja, jetzt geht's. Okay. Wunderbar. Okay, Freunde, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Ihr seht, hier habe ich noch jede Menge zu tun, bis wir diesen Auftrag abgeschlossen haben und bis wir hier dieses Feld schön sauber hier, ich sag mal, zusammengekehrt haben und alle Ballen entsprechend produziert. Zum Glück sind es Quaderballen, das heißt, wir können hier schön durchfahren und müssen nicht wirklich auch noch hier Rundballen rauswerfen. Okay. Der andere Kollege, der müht sich gerade hier ein bisschen. Nichtsdestoweniger bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, würde ich mich natürlich über ein Däumchen, einen Kommentar von euch oder noch schöner wäre natürlich ein Abo sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und ich sage wie immer an dieser Stelle, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.